letzten Videos habe ich über Floating Breakfasts gesprochen. Einige von euch waren so, ich musste das erst googeln, andere waren so, ja, kenne ich auch. Und ein paar wenige von euch waren so, warum machst du denn nicht mal ein Floating Breakfast bei dir zu Hause in der Badewanne? Und ich bin so dankbar, diesen paar kreativen Köpfen, danke, dass ihr auf diese wunderbare Videoidee gekommen seid. Ich weiß nicht, ob ich das ohne euch jemals so weit gedacht hätte. Es ist grandios! Und das... Entschuldigung. Und deswegen werde ich heute ein Floating Breakfast für meine Badewanne machen. Ich bin sehr gespannt, wie das geht. Also wir werden erst natürlich das Tablett vorbereiten, dann natürlich das Essen vorbereiten und dann das Erleben. Bei meiner Recherche bin ich darauf gekommen, dass eben viele dieser Tabletts aus Rattan bestehen. Die sind mindestens dreimal so groß, aber ich hatte jetzt dieses Tablett einfach. Und um das schweben zu lassen, floaten, dachte ich mir, packe ich Plastikflaschen drunter. Komm jetzt nicht mit, Mirella hat Plastikflaschen. Ich dachte, du bist nachhaltig. Ich kann auch einfach jetzt in den Flieger steigen und nach Male auf die Malediven fliegen und dort mein Floating Breakfast zu mir nehmen. Was ist dir lieber, Negative Nancy? Gut, als allererstes dachte ich mir, werde ich diese Flaschen miteinander verbinden und dieses Konstrukt dann an das Tablett binden. Ey, ich habe so Angst, dass das nicht funktioniert und ich am Ende mein ganzes Frühstück in meiner Badewanne drin habe. Dann weine ich. Dann weine ich wirklich. Danke auch, dass mir so viele Leute auf Instagram geschrieben haben, wie das funktioniert. Also ihr habt mir alle so Videos geschickt von so Floating Breakfasts. Und da konnte ich mich einfach super gut inspirieren lassen. Ich mache erstmal die Mitte vielleicht. Ich habe auch richtig Hunger. Es ist jetzt heute Sonntag, 9.52 Uhr. Also eigentlich habe ich schon längst gefrühstückt, aber für euch gebe ich alles. Das drehen wir jetzt um. Geht das so? Ja! Das Ganze mache ich jetzt nochmal oben und unten, damit das wirklich eine stabile Sache ist. Ey, ich bin richtig professionell. Tja, also das klappt richtig gut. Vielleicht wird das mein neues Start-up, Floating Breakfast. Auch jetzt für Sie zu Hause. So, kann das halten? Muss. Muss einfach. So, jetzt habe ich hier noch einen Faden. Damit werde ich das jetzt so befestigen. So zumindest die Theorie. Soll ich das noch fest rankleben? Ich will aber auch dieses Tablett nicht kaputt machen. Deswegen, ich kann nicht glauben, was ich hier tue. Das ist absurd. Eins oben, eins mittig, eins unten. Es hält! Ich kann das selber gerade überhaupt nicht glauben. Also es ist, wenn ich es hinstelle, es wackelt auf jeden Fall. Aber es muss ja nicht stehen, es muss ja floaten. Wir werden sehen, ob es klappt. Jetzt erstmal essen. Ich wünschte, dass mit diesem Klatschen das Tablett einfach gefüllt wäre. Aber das ist der große Unterschied zu Floating Breakfast auf den Malediven. Dort bereitet jemand anders das Frühstück zu. Ich muss es selber machen. So, als allererstes, weil das Tablett ja nicht so riesig ist, habe ich mir überlegt, welches Geschirr passt überhaupt drauf und was kann ich machen. Also ich brauche mindestens zwei Getränke, so. Anders wird es nicht funktionieren. Ich brauche unbedingt auch irgendwie eine Smoothie Bowl und dann so ganz viel Zeug, was man sich dann so aufs Brot schmieren kann. Es ist nicht viel Platz, aber we'll make it work. Ich fange erstmal an, die ganzen Sachen zu schnibbeln. Was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Mango und eine Avocado. Negative Nancy, hör auf jetzt schon wieder zu tippen. Ich höre dich schon wieder. Jetzt schön einfliegen lassen, weil du bist ja so vegan und so nachhaltig, bla bla bla. Ich kann immer noch in den Flieger steigen und auf die Malediven fliegen, wenn dir das lieber ist. Und eine regionale Mango essen. Also auf den Malediven Mangos wachsen, vielleicht schon. Oh, die ist braun. Ist das schlecht? Oh nein, die riecht auch nicht gut. Ah! Warum ist die jetzt braun von innen? Wie soll ich denn ein Floating Breakfast ohne Mango servieren? Mir selbst. Jesus! Muss mal ein Stück probieren. Ja, schmeckt gut! Zwei Stunden später, ich kotze unterm Klo. Nein, es ist mega lecker, super. Ja, nur der untere Teil ist so ein bisschen brown passiert. Oh, dieser Kern, der gibt diese Bräune ab. Was für ein Arschloch. Ich pack die Sachen mal hier. Ich glaube, Banane muss auch auf so eine Smoothie Bowl obendrauf, ganz klar. Natürlich auch Nüsse und ich habe schlechte Nachrichten. Die nächsten schlechten Nachrichten, ich weiß, auf mich kann man sich nicht verlassen. Ich habe keine Chiasamen, aber ich habe geschrotete Leinsamen. Ich weiß, es ist nicht so fancy, aber ha, dafür habe ich noch Kakaonips. Was für eine Smoothie Bowl ohne Kakaonips? Keine Smoothie Bowl, genauso wie Mandelmus. Die Smoothie Bowl mache ich aber ganz zum Schluss, weil das ist ja mit gefrorenen Sachen
Und es wird eh spannend, wie das in einem heißen Bad funktioniert. So, als Brotbelag natürlich eine Avocado. Frisch Wagyu! So wird die einfach serviert. Kann man noch so reinschneiden, damit es einfacher ist zum Rausholen. Also bei mir darf bei einem Frühstück einfach auch eine Gurke nicht fehlen. Deswegen werde ich die jetzt einfach schneiden. Soll ich die irgendwie fancy schneiden? Kann man den Gurke fancy schneiden? Ich könnte die einfach so machen. Das muss reichen. Boah, ich krieg gerade richtig Hunger. Jesus Christ. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles dekorieren soll. Ganz ehrlich. Ich bin echt komplett überfordert. Gott, das ist mir jetzt schon alles zu anstrengend. Weiter geht's mit ein wenig Feta-Käse. Ich hätte eigentlich auch noch so ein Scrambled Tofu machen können, sollen, müssten, wie auch immer. Aber ich habe keinen Platz mehr auf meinem Tablett. Es wird nicht funktionieren, deswegen machen wir das jetzt so. So, dann natürlich darf nicht ein Stück Butter fehlen. Ich fühle mich echt gerade so, als ob ich für irgendwie ein Hotelfrühstück machen würde. Schäbchen Käse vielleicht. Der Käse, der muss auf jeden Fall in Dreiecke geschnitten werden. Sonst ist es, glaube ich, kein echter Hotelkäse. Frischkäse hätte ich auch noch, aber ich habe keine Schälchen mehr. Ich habe nur noch einen Pommersche-Aufstrich. Komm, das pack mal einfach direkt neben den Feta. Sieht ein bisschen eklig aus, aber auch irgendwie ganz geil. Warte, ich schneide es noch so gerade ab. Einigermaßen gerade zumindest. Was jetzt natürlich fehlt, ist so eine Klecks Nutella. Oh, da müssen wir eigentlich Marmelade reinmachen. Wie so ein Marmeladengäschen. Das Ding ist nur, ich habe keine Lust auf Marmelade. Oh, die ist leer. Aber natürlich bin ich vorbereitet. Warum habe ich zwei offene Nutellas? Warum nicht? Wie kann ich das jetzt elegant da reinbekommen? Gar nicht. Machen wir uns nichts vor. Vor allem, ich drücke das jetzt da so eklig rein, nur um es gleich später wieder rauszupulen. Man, that's just great. Wow. So absurd, was ich. Aber es ist irgendwie schön. Es ist schön. Dann habe ich noch ein Stück Apfelkuchen, den meine Mama gestern gebacken hat. Vielleicht sollte ich das Leberwurstmesser erst sauber machen, bevor ich davon etwas abschneide. Also ein Stück Kuchen braucht man auch bei einem Frühstück. Toll. Toll, toll, toll. In meinen Gedanken sieht es schöner aus, aber es ist okay. Smoothie Bowl, richtig? Ja, dazu braucht man gefrorene Bananen. Ja, das reicht. Und gefrorene Beeren. Und nach Belieben kann man noch einen Schuss Milch reinmachen. Muss man aber auch nicht. Ich muss ja noch mir meine Getränke machen, fällt mir gerade ein. Das muss parallel passieren. Und mein Toast muss ich toasten. Oh mein Gott. Ich muss ja auch das Badewannenwasser einlaufen lassen. Ich mache die Smoothie Bowl und packe die nochmal in das Gefrierfach, weil anders kriege ich das alles gleichzeitig. Dann kommt es jetzt in unser kleines Instagrammable Schälchen. Oh, da ist noch eine halbe Banane drin. Naja, Dekoration, die muss halt jetzt auch on fleeky sein. Boah, ich habe vergessen, wie lecker Mango sind, weil ich sehr lange keine Mango mehr gegessen habe, weil ich eine nachhaltige Person bin. Und jetzt noch die restlichen Toppings. Ganz wichtig, dass man das in linearen Bewegungen verteilt. Da wird jede Nuss einzeln gesetzt. Und natürlich noch Le Mandelmus. Sind wir ganz crazy, das machen wir jetzt quer zu den anderen Verläufen. So, Mandelmus ist teuer, da muss man auch sparsam mit umgehen. Dann lasse ich jetzt das Badewasser einlaufen, mache mir noch zwei Getränke, weil ich habe zwei Hände. Und dann sehen wir uns in der Badewanne. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, einen Neoprenanzug zu kaufen. Nicht nur Clotilde steht da hervorragend, auch mir. Ist auch gar nicht mal. Ich schwitze jetzt schon. Ich muss den ein bisschen auf. Ich habe jetzt extra keinen Badezusatz in die Badewanne gepackt. Einfach, falls etwas ins Wasser fällt, kann man das Problem noch essen. Kann man das problemlos noch essen. Okay, seid ihr bereit? Wie findet ihr eigentlich mein Summer Feeling hier? Das habe ich extra. Es ist wie auf den Malediven, oder? Ich merke gerade gar keinen Unterschied. Es ist sehr heiß. Es ist stickig, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Palmen habe ich, Sonnenschein. Excuse me, can I have my floating breakfast? Okay, die Stunde der Wahrheit. Hätte ich noch mehr Wasser reintun sollen? Mehr Wasser. Mein Gott. Okay, let's go. Oh Gott, ich mache erstmal das rein und dann bestücken wir das Ganze. Kann ich übrigens noch Urlaubsmusik haben? Danke. Es wackelt jetzt.
wächst schon sehr, aber ich glaube, ich kann das ausbalancieren. Da war schon Wasser ein bisschen an der Oberfläche. Ich könnte sagen, dass mein Frühstück zu schwer ist. Okay, fangen wir an mit der Smoothie Bowl, bitte. Oh shit. Ich glaube, wir müssen gleichzeitig die anderen Sachen und alles. Oh mein Gott. Okay, ich probiere das jetzt erstmal so. Das hält jetzt noch auf meinen Knien. Ja, es geht, glaube ich, unter. Scheiße. Clarissi, hallo! Sollen wir das hier machen? Ich fasse es nicht an, ich schwöre. Also ein bisschen Wasser kommt hier oben schon ran, aber es floatet mein Breakfast. Ich habe halt Angst, dass es wirklich nur so einen Stups braucht und dann komplett untergeht. Aber nein. Komm, das musst du jetzt noch aushalten. Ich trinke gleich was ab. Wasser, Wasser, Wasser! Ich trinke erstmal noch, ich habe eh gerade so Durst. Wasser! Scheiße. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Instabilität, vielleicht können wir das... Wenn jetzt das untergeht, habe ich keine Hand frei, das zu retten. Clarissa starrt mich an. Sie versteht die Welt nicht mehr. Zu Recht. Warum ist sie in der Badewanne? Und warum darf ich nicht mitmachen? Ja, ich meine, so Getränke, die kann man ja auch am Poolrand abstellen. Das ist ja jetzt... Davon geht ja die Welt nicht um. Ich werde mal jetzt anfangen, mein Frühstück zu genießen. Ach, ich kann ja nichts abheben. Ich wollte das eh so stehen lassen, das ist für mich viel... Und genau das ist passiert, von dem ich gesagt habe in meinem Video, dass es unangenehm ist. Meine Hand ist jetzt nass, ich gehe jetzt hier rüber, alles ist voller Meerwasser, beziehungsweise Badewannenwasser. Ich muss jetzt auch gleichzeitig viel von links und rechts essen, damit es die Balance erhält. Also Leute, so ein Floating Breakfast, das schmeckt auch einfach anders. Man muss auch immer so ein bisschen... Hinterher, Entschuldigung, bitte hier bleiben. Ich wollte eh von hier was essen, kein Problem. Hallo, Clarissa. Ab! Ja! Bitteschön! Ah ja, jetzt ist es ja auf der richtigen Seite auch. Lecker schmecker. Auch diese kleine Meeresbrise, die hier weht. Mmh, toll. Viel besser auf Bali oder auf den Malediven oder so wird es nicht sein. Das ist gut, gut as it gets. Nehmen wir jetzt mal noch einen Toast. Machen wir ein bisschen Butter, die ist auch schon... Ist noch gar nicht so krass geschmolzen. Man kann halt keinerlei Druck auf diesen Teller aufgeben. Bisschen Avocado. Ich glaube, das mache ich jetzt jeden Sonntag. Das finde ich irgendwie eine gute Freizeitbeschäftigung. Einfach mal Frühstück am Bett. Kann jeder. Frühstück in der Badewanne. Das ist das neue Ding. So, ein paar Tomätchen noch. Wenn ihr auch einfach mal euren Liebsten oder eure Liebste mit was überraschen wollt. Einfach mal die Badewanne volllaufen lassen, kleines Tablett basteln und einfach mal die Seele baumeln lassen. Kann man auch super zu zweit machen. Und wisst ihr, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Hunger ist auch viel stärker geworden. Das ist so dieses Schwimmbad-Symptom. Weil wenn den ganzen Tag im Freibad war und dann so eine Pommes frisst, die schmeckt wie die beste Pommes auf der ganzen Welt. Mein Getränk am Poolrand, darf ich nicht vergessen. Ah, es zwickt was. Ah, und jetzt haben wir wieder das Problem mit der nassen Hand. Schön. Und meine Smoothie Bowl wird auch immer mehr zum Smoothie und weniger zum Bowl. Aber das ganze Tablett ist auch deutlich weniger unter Wasser. Positiv denken. Jetzt habe ich mir vergessen, ein Foto vorher zu machen. Mein Frühstück. Naja. Puh, ich bin schon langsam satt, du. Clarissa nur so, habe ich gehört. Du bist satt? Kann ich den Rest haben? Hallo! Langsam wird das Wasser ein bisschen kalt, aber kein Problem. Ich würde jetzt auch gerne den Rest noch in Ruhe für mich genießen. Das ist auch mein Urlaub jetzt hier. Ihr könnt ja froh sein, dass ich überhaupt mitgenommen habe. Wenn ihr natürlich auch diese Variante, die günstige Alternative zum Floating Breakfast auf der Malediven nachmachen wollt, dann tag mich unbedingt auf Instagram. Schickt es euren Freunden, die sich auch keinen Urlaub auf den Malediven leisten können. Warum auch wegfliegen, wenn man alles zu Hause hat? Die Avocados kommen jetzt reingeflogen. Tschüss!